Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück bei Tales of Monkey Island. Wir müssen jetzt die Blockade durchbrechen, aber vorher würde ich, glaube ich, nochmal hier mit LeChuck reden. Ich will ihn nicht belästigen, solange er eine Kanone hat. Kann ich verstehen. Dann segeln wir doch mal durch die Blockade hindurch. In diese Richtung komme ich hier nicht raus. Die Blockade ist zu eng. Hier? Hier müsste es gehen, oder? Hier könnte ich mich durch die Blockade schleichen. Mal sehen, ob ihr damit klarkommt, Jungs. Sie schießen auf mich. Warum schießen sie nur auf mich? Aha, das muss die Schwachstelle der Blockade sein. Jetzt muss ich nur noch ganz leise hindurchsegeln und... Ah! Sieh an, wenn das nicht der kleine Pirat mit dem schicken Mantel ist, der so stark nach Schinkenspeck riecht. Ist das so? Hey, wer schießt denn da auf mich? Hisst eure Fahne, ihr räudigen Seebären. Von euch hat auch keiner den Mumm herzusegeln, um sich mir zu stellen. Elaine! Dein Glück, dass ich hier mitten in dieser Blockade stecke, du neckisches Weibsstück. Sonst würde ich mit meinem Schiff glatt über dich hinwegsegeln. Oh nein! Dieses Schiff scheint ausreichend abgelenkt zu sein. Dieses Schiff scheint ausreichend abgelenkt zu sein. Dann einfach weiter? Segel zur Screaming Narwhal. Haha, bis bald, ihr Trottel. War nett, sich mit euch zu unterhalten, aber ich muss jetzt einen Meermensch-Anführer retten. Wo ist er hin? Hast du ihn durchgelassen? Ich? Solltest du es nicht bemerkt haben, ich habe hier drüben viel zu tun. Blind auf eine weit entfernt liegende Insel zu ballern, würde ich nicht gerade als sehr beschäftigt bezeichnen, du wehleidiger Kartoffelschaber. Schön, Sie wiederzusehen, Captain Streetwood. Ich wusste, dass Sie es an der Blockade vorbeischaffen werden. Sicher haben Sie eine wundersame Geschichte über Ihr Abenteuer zu berichten. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Mr. Winslow, aber wir haben keine Zeit für Geschichten. Wir müssen McGillicuddy schnappen und den Meermensch-Anführer retten. Fantastisch, Sir. Zeigen Sie nur auf den Ort auf der Karte und los geht es. Okay, dann machen wir das doch mal. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. McGillicuddys Schiff da oben. Wir McGillicuddy. Ei, ei, Sir. Verrate mir die rituellen Beschwörungsworte, oder ich werfe dich ins kalte Blaue. Ich werde dich nicht die legendären Meereskreaturen beschwören lassen. Du wirst Esponja Grande nicht bekommen. Gut. Mal sehen, wie lange es dauert, bis du ertrinkst, wenn dein Kopf unter Wasser ist. Das sollte eine Weile dauern. Ich kann auch unter Wasser atmen, weißt du? Sag mir nichts, was ich schon weiß, du übergroße Sardelle. Ich muss nichts wissen. Ich habe die Pocken. Lass den Häuptling runter. Ei, ei, Kapitän. Kapitän McGillicuddy, bereite dich auf das Entern vor und übergib mir den Fischmensch. Das glaube ich nicht, Junge. Der Häuptling wird mir genau sagen, wo die Artefakte sind, damit ich Esponja Grande erreichen kann. Oder ich laufe auf Grund auf und werde zu Möwenfutter auf den Felsen. Keine Angst wegen mir. Der Kapitän hat den Verstand verloren. Er glaubt, mich ertränken zu können. Eine Mörperson. Du musst gut auf die Beschwörungsartefakte aufpassen, Guybrush! Guybrush? Threepwood! Dann bist du derjenige, der meinen Männern diese verfluchte, billige Imitation eines Beschwörungsartefakts untergejubelt hat!
Ich bin's, Guy Fresh Fleetwood, mächtiger Pirat. Oh oh. Du wirst den Tag bereuen, an dem sich unsere Wege kreuzten, Junge. Bereuen? Ha. Ich sollte dieses Wort wirklich mal nachschlagen. Guybrush, versenke sein Schiff! Um dich kümmere ich mich später, Stinkwood. Ich glaube, die alte Flosse hier will noch mal untertauchen. Und wieder! Verrate mir die rituellen Worte, oder du schläfst mit den Fischen. Da schlafe ich doch ohnehin! Verrate sie mir, oder ich schicke dich auf den Meeresgrund. Oh, das wäre klasse! Ich brauche noch ein paar Sachen fürs Abendessen. Wie heißen die rituellen Beschwörungsworte? Du wirst mich nicht dazu bringen, sie zu verraten. Das bringt echt viel, so eine Meerjungfrau unterzutauchen. Hey, McGillicuddy! Fleetwood! Hör mal, der Schwamm ist doch sicher groß genug für uns beide. Lass den Meermenschanführer gehen, ich hole den Schwamm, komme zurück und heile uns alle. Wir wollen nicht geheilt werden, Junge. Wir wollen La Esponja Grande für immer vernichten. Was? Pass mal auf, du Stinktier. Ich und meine Männer betreiben das Gewerbe in diesen Gewässern seit Jahren. Wir haben Skorbut und menschenfressende Haie überlebt. Aber so etwas haben wir noch nie gesehen. Pop, unser Fleisch verfault, unsere Zähne schmelzen und unsere Augäpfel bluten. Die Pocken haben uns in schreckliche, hässliche Monster der See verwandelt. Und uns ist es noch nie so gut gegangen. Ist das dein Ernst? Ei, wir sind gerne so. Die Pocken machen uns furchterregend und mächtig. Und sie werden uns reich machen. Das wollen alle Piraten, Guybrush. Und ich werde den verfluchten Seeschwamm nicht hier lassen, damit er uns das wegnehmen kann. Du bist nur gereizt wegen der Pocken. Nach der Heilung und einem heißen Bad wirst du dich besser fühlen. La Esponja Grande ist eine Waffe gegen die Weiterentwicklung der Piraterei. Ich muss sie finden. Ich muss sie zerstören. Du musst es mir geben. Netter Versuch, Junge. Ich habe schon viele Piraten gesehen, denen Körperteile fehlen. Aber du bist der Erste mit einem Holzhirn. Das hat mich echt verletzt. Der Mars! Auf Nimmerwiedersehen, Threepwood! Ich werde für dich zurückkommen, Häuptling Beluga. Wir müssen den Mast reparieren, wenn wir McGillicuddys Schiff einholen wollen. Ich weiß, ich werde die Karte benutzen. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Nochmal nach Spinner Cay. Mr. Winslow. Ja, Sir. Es sieht so aus, als haben Ihre Freunde die Blockade in die Flucht geschlagen. Es sollte jetzt sicher sein. Hübsch. Dann würde ich aber erstmal uns einen besseren Mast besorgen. Ein Mast, der ein bisschen leichter und praktikabler ist. Ach nee. Da muss ich ja das Schiff benutzen und nicht das Floß. Das Floß ist nur für die nahen Inseln. Ich muss nach Dingsbums. Es gibt nichts Besseres als ein Leben auf der See. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer und alle deine Freunde sind Fische. Okay. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Unmöglich. Hä? Zuallererst müssen wir unseren Hauptmast reparieren lassen. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Unmöglich. Hä? Zuallererst müssen wir unseren Hauptmast reparieren lassen. Aber... Mr. Winslow? Ja, Kapitän? McGillicuddy erweist sich als Nervensäge für meinen Mast. Ei, vielleicht sollten wir in ein etwas weniger empfindliches Holz investieren. Machen Sie so weiter. Ei, ei, Sir.
Also nochmal normal reparieren lassen. Von Anemone. 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 Wo ist sie denn? Schon wieder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Ich muss meinen Mast reparieren lassen. Abermals. Schon wieder? Wow, zweimal an einem Tag? Ja, schließlich versuche ich, deinen Anführer zu retten und McGillicuddy auszuschalten. Aber der Kerl liebt seine Kanonen über alles. Oh, wie heldenhaft. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das ging aber schnell. Das Leben unserer Anführerin steht auf dem Spiel. Mach, dass du da rauskommst und mach deine Sache gut. Ich brauche heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Okay, dann würde ich trotzdem sagen, wir gucken mal, dass wir uns den Gummibaum holen. Denn der Gummibaum ist etwas widerstandsfähiger gegen die Kanonen von McGillicuddy-Dingensbunds. Ihr wisst schon. Los. Ich wollte mich nach mehr Sachen zum Plündern umsehen. Machen wir doch gerade. Willkommen zurück, Sir. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Relic Island. Ei, Sir. Du! Ihr! Hättet ihr Jungs nicht schon längst von McGillicuddy gegrillt werden sollen? Wenn McGillicuddy dahinter kommt, dass du an uns vorbei durch die Blockade gekommen bist, wird er unsere Köpfe am Spieß sehen wollen. Da wir ja eh tot sind, können wir das goldene Artefakt auch ausgraben und abhauen. Aber natürlich können wir das verdammte Ding jetzt nicht finden. Ich weiß, dass wir es irgendwo hier auf der Insel zurückgelassen haben. Es muss doch irgendwo sein. Hau abhaken, Junge. Wir haben jetzt keine Zeit für dich. Jetzt kommt schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Besonders nach all der Hilfe, die ich euch zuvor zuteil werden ließ. Na? Könnt ihr den Schatz nicht finden, hä? Ich weiß, dass er hier ist. Es ist nur, naja, wir haben ihn so oft ein und wieder ausgegraben. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wo genau das war. Hört sich an, als hätte jemand entschlussfreudiger sein sollen. Vielleicht kann ich da helfen. Wie er im Hintergrund rumgeschwommen ist. Was ist mit dem Felsen da drüben? Das könnte ein geeigneter Ort zum Vergraben eines Schatzes sein. Einen Versuch ist es wert. Prima. Nichts. Hat noch jemand eine zündende Idee? Vielleicht hast du die Kokosnuss als Markierung hinterlassen. Oh ja, wie schlau! Wir haben eine rollende, treibende Schatzmarkierung benutzt. Das ist genial! Nimm den Koch, sagte er. Das wird ihm gut tun, sagte er. Im Prinzip stimmt das. McGillicuddy hätte mich umgebracht, wenn du mich nicht vom Schiff gebracht hättest. Du hast die Kokosnuss dahin gelegt, wo wir den Schatz vergraben haben? Habe ich zumindest zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht ist sie weggerollt. Gut. Wir graben unter der Kokosnuss. Sie muss weggerollt sein. Ich glaube, da bei dem Baum sehe ich einen Teil der Truhe. Für wen hältst du mich? Für so eine Art Superhacker? Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Wurzeln von Gummibäumen zu durchtrennen? Das ist der ideale Ort, um einen Schatz zu vergraben. Wenn du ein kluger Pirat wärst, hättest du ihn genau da vergraben. Ich, du...
nichts. Ich überlasse das euch. Hey, wo gehst du denn hin? Langer Spaziergang am Strand? Gut, aber bleib in Sichtweite. Und denk nicht einmal daran zu graben. Dieser Schatz gehört uns. Uns. Natürlich, ich würde mich nie zwischen einen Piraten und seinen Schatz stellen. Kann ich den Baum jetzt mitnehmen? Ich kann nicht einfach willkürlich graben. Holz fällt, oder nicht? Hey, warum hast du das getan? Du bringst unser Loch in Unordnung. Entschuldigung. Ich wollte immer schon ein Holzfäller sein. Ich glaube, ich will keine Gummibäume in meiner Hose mehr. Ich lasse ihn hier. Okay. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Kann ich dann jetzt schon einfach Anemone sagen, Zurück, Sir. Danke, ja, Mr. danke. Winslow. Wohin, Kapitän? Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Okay, dann würde ich gerne nochmal zu Anemone. Und sie fragen, ob sie diesmal einfach den Baum nehmen kann von Brillig Island, den Gummibaum. Denkt dran, liebe Kinder, wenn ihr ein Date habt mit einer süßen, schnuckligen Lady, habt immer einen Gummibaum in der Tasche. Gummibäume sind besonders wichtig bei Verabredungen. Nicht schon wieder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Diese Bäume auf Spoon Isle, kann die sich jeder einfach nehmen? Rein theoretisch schon. Aber sie haben ein stolzes Gewicht. Das würde ich daher lieber den Profis überlassen. Ach, ich muss ja erstmal. Wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Ich muss ja erstmal meinen Mast demolieren lassen. Das klingt irgendwie versauter, als es gemeint ist. Ich rede mal mit Winslow. Gibt's da was Neues? Ja, Kapitän. Nö. Machen Sie so weiter. Aye, aye, Sir. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Genau zu McGillicuddys Schiff. Ja, Sir. Weg da, 3 Tage Bart! 3 Tage? Weißt du, wie lange es gedauert hat, diesen Bart wachsen zu lassen? Verrate mir die rituellen Worte. Oder du schläfst mit den Fischen. Was soll ich tun? Du musst einen Weg finden, wie du das Schiff versenken kannst. Wenn ich erst mal unter Wasser bin, werde ich entkommen können. Hey, Ratze! Arr. Lass Beluga gehen. Ich habe alle Gegenstände zum Beschwören. Gut, dann weiß ich, wo ich sie finden kann, nachdem der Häuptling mir die Worte für das Ritual gesagt hat. Ich werde es dir nie sagen. Entweder schüttest du jetzt dein Herz aus, oder ich schütte dein Herz aus. Soll das eine Kanone sein? Ich dachte, es sei dein Nachttopf. Halt deinen Mund, Haken, Junge. Verflixt und zugenäht. Wissen Sie, Sir, es macht mir nichts aus, den Mast immer wieder ersetzen zu müssen. Wirklich nicht. Aber ich hielt es für produktiver, wenn wir vermeiden könnten, den Mast zu brechen. Nur ein Gedanke, Sir. Ja, danke, Winslow. Hiermit notiert. Ich hol die Karte. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Dann gehen wir doch mal zur Anemone und lassen uns den Gummibaum
aufrichten, aufsetzen, aufdingsen. Ach, ich bin so eloquent. Schiffsreparaturen. Ich schon wieder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Ich brauche schon wieder einen neuen Mast. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich genau den passenden Baum auf einer kleinen Insel nördlich des Gelato-Felsens gesehen habe. Ach, wirklich? Das sehe ich mir an. Hey, du hattest recht. Ich habe noch nie zuvor einen Gummibaum als Mast verwendet. Aber es hat wunderbar geklappt. Dein Schiff ist bereit und so gut wie noch nie. Dankeschön. Ich brauche heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. So, und dann geht's ab zu McGillicuddy in die finale Schlacht. Und los. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Also zumindest die finale Schlacht für dieses Kapitel. Ei, ei, Sir. Wenn du weißt, was gut für dich ist, solltest du dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Sehe ich aus wie jemand, der weiß, was gut für ihn ist? Verrate mir die rituellen Worte. Genau wie ich. Und yo, Kapitän. Warum nervst du mich dauernd? Meine Einschätzung deiner Kanonenbedienungsfähigkeiten, ganz abgesehen von deinem Aussehen, Geruch und Intelligenz, ist, dass du in all diesen Kategorien unverkennbar minderwertig bist. Du gehst mir auf die Nerven, Threepwood. Bist du es nicht leid, stets zu verlieren? Oh, dieses Mal habe ich nicht vor zu verlieren, Seetanglutscher. Zeig mal, was du kannst. Nein! Mein Schiff! Verflucht, Threepwood! Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Das wird dich lehren mit Guybrush... Oh nein, der Meermensch-Anführer! Gut gemacht, Guybrush! Als ich erst einmal unter Wasser war, konnte ich leicht entkommen. Die Vekalians stehen in deiner Schuld. Jetzt ab nach Hause! Gute Darbietung, Sir. Ich wusste, dass Sie einen guten Kapitän abgeben, als ich Ihren Bart sah. Danke sehr, Mr. Winslow. Jetzt sollten wir zu den Jugbait Islands zurück, bevor Elaines Pocken sich ausbreiten können. Die Karte, Sir. Was? Mir gefällt einfach, wie Sie auf die Karte zeigen. Oh, na schön, Mr. Winslow. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Guybrush Threepwood, im Namen der Merpeople der Jerkbait-Inseln möchte ich dir unseren verbindlichsten Dank und große Freude ausdrücken. Bitte, tritt näher. Wie wäre es stattdessen mit einer Belohnung? Guybrush! In der Tat. Ich gebe dir in seinem ursprünglich glanzvollen Zustand deinen geschätzten Pirate Parrot of Petaluma zurück. Ich bin's, Guybrush Threepwood! Mächtiger Pirat, ich weiß. Danke. Wenn es sonst noch etwas gibt, das wir dir anbieten können, dann lass es uns einfach wissen. Euer Dank genügt mir. Und euer Gold. Her mit dem Gold. Tut mir leid. Ich habe wohl einen Frosch im Hals. Da ist noch was. Kann ich einen Keks haben? Nein, kannst du nicht. Oh, Entschuldigung. Dürfte ich einen Keks haben? Nein, darfst du nicht. Keks? Nein. Keks? Nein.
Warum kann ich nach einem Keks fragen? Du weißt nicht zufällig, was das Geheimnis von Monkey Island ist, oder? Ich weiß, was das Geheimnis von Donkey Island ist, wenn du das wissen willst. Nein. Ehrlich gesagt, gibt es etwas. Ich bin gewissermaßen für diese Pocken verantwortlich und ich benötige den Esponja Grande, um das wieder in Ordnung zu bringen. Besonders jetzt. Was willst du damit sagen, du wertloses Stück? Entschuldige mich. Ich habe die Artefakte. Nimmst du für mich das zeremonielle Ritual vor, um die legendären Meereskreaturen zu beschwören, die mich dorthin bringen? Guybrush, du bist jetzt der Inhaber der Beschwörungsgegenstände. Also bist du derjenige, der sie auch benutzen muss. Komm her und gib mir die Artefakte. Ich werde dir die Worte des Rituals beibringen. Nimm das und wirf es mit all deiner Macht ins Meer. Dann sprich diese Worte. Oh, ihr großen, legendären Meereskreaturen! Kommt, kommt, Jungs, holt euch das Bällchen. Ihr wollt doch das Bällchen, oder? Ihr wollt doch das Bällchen. Los, holt es euch. Echt? Das sind die Worte für das zeremonielle Ritual? So steht es geschrieben. Wenn du bereit bist, werden sie dein Schiff an den richtigen Ort führen. Nochmals danke, Guybrush Threepwood. Und alles Gute für die Reise. Nun, das hätten wir. Komm, Elaine, holen wir uns diesen Schwamm und dann nichts wie nach Hause. Warte, ich muss nur kurz nach LeChuck und diesen Affen sehen. Geh du schon mal vor und beschwör die Kreaturen. Ich treffe dich dann in Kürze auf deinem Schiff. Ach, langsam finde ich, dass LeChuck als teuflischer Zombie-Dämon das kleinere Übel war. Okay, Ausgang. Und dann beschwören wir doch mal die Fischis. Die uralten, antiken, Äonen, Jahre alten Fischwesen, Meereskreaturen, Dinger. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Ah, verklickt. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Also einfach das Bällchen ins Meer werfen? Diese Beschwörungsartefakte sind zu wichtig, um mit ihnen zu spielen. Ich sollte besser auf sie aufpassen. Okay. Mr. Winslow? Ja, Kapitän? Machen Sie so weiter. Aye, aye, Sir. Was jetzt? Benutze Bällchen mit Ozean? Also gut, dann mal los. Hier, Jungs, holt es euch. Mist. Wow, ich bekomme eine Gänsehaut. Kapitän Threepwood! Ah. Die Meeresviecher wurden also beschworen. Kann es also losgehen? Ja, nun, beinahe. Ich warte immer noch darauf, dass Elaine und dieser blöde LeChuck hier auftauchen. Es ging, glaube ich, um Affen oder Hosen, was weiß ich. Guybrush? Elaine, da bist du ja. Komm, lass uns gehen. LeChuck, war echt klasse, dich mal wiederzusehen. Hoffe, die Menschsache läuft in deinem Sinne. Ich habe eine Frau, die ich nach Hause bringen und mit der ich kuscheln muss. Bis später. Guybrush, ich werde nicht mitkommen. Was? Es ist wegen dieser Affen. Ich brauche Unterstützung, um die armen kleinen Jungs wieder in ihre Heimat zurückbringen zu können. Geh du nur voran und hol den Esponja Grande. Dazu brauchst du mich nicht. Außerdem denke ich, es ist besser, LeChuck im Auge zu behalten. Vertrau mir, Schatz. Na gut.
Mach dir keine Sorgen, Junge. Ich werde mich während deiner Abwesenheit gut um sie kümmern. Elaine, ich werde in einem Tintenfisch-Augenschlag wieder bei dir sein. Sei vorsichtig, mein Lieber. Und wehe, du küsst mir jemand. Mr. Winslow, folgen Sie diesen Seekreaturen. Die Karte? Schon wieder mit Karte? Ich mag die Karte eben. Vergessen Sie die Karte, los jetzt! Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Sie machen uns jetzt zum Gespött. Legen Sie schon ab! Ist ja recht, ich lege ab. Auf zum Esponja Grande! Sind wir nicht bald da, Mr. Winslow? Ich bin mir nicht sicher, Kapitän Shreveport. Ich folge nur den kleinen Ungeheuern. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob die das selbst wissen. Das passt schon, Mr. Winslow. Bleiben Sie einfach auf Kurs. Ah, welch wunderbares Piratenleben. Durch tiefblaues Meer segeln, mit deinem besten Schiff und deiner besten Besatzung nach seltenen Schätzen der Welt suchen. In unserem Fall zufälligerweise ein riesiger, Voodoo-aufsaugender Seeschwamm. Kann man sich da überhaupt noch mehr wünschen, Mr. Winslow? Mr. Winslow? Du schon wieder? Hast du mich vermisst? Nicht wirklich. Anscheinend will sich der Marquis mit deiner Hand allein nicht zufrieden geben. Er will das Gesamtpaket. Also werde ich jetzt das Kommando auf diesem Schiff übernehmen und dich nach Flotsam Island zurückbringen. Versuche keine Tricks, sonst bekommt das der Kleine zu spüren. Ach, warum hängst du das nicht alles an den Nagel? Schließ dich mir an. Zusammen segeln wir durch die Meere, lernen die Welt kennen, nur du und ich. Gemeinsam brandschatzen und plündern wir jeden Hafen, der uns gefällt. So hast du dir das doch immer erträumt. So verlockend das auch klingen mag, Guybrush. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Außerdem bist du mit Elaine verheiratet. Ja, aber sie lässt mich auch nie plündern oder rauben. Nur zu, mach ihn fertig. Dazu fehlt dir doch der Mumm. Warum müssen Sie sie reizen, Sir? Keine Panik, das wird sie nicht tun. Sie hat nur die Anweisung, mich einzufangen. Sie zu töten würde ihr keinen Profit bringen. Da muss ich ihm recht geben, fürchte ich. Ein wesentlicher Punkt des Piratenjäger-Ehrenkodex lautet: Töte keinen, für den du nicht bezahlt wirst. Also werde ich nur dich töten, Guybrush. Und du glaubst, der Marquis wird dich bezahlen, wenn du ihm meine Leiche bringst? Glaub mir, diese Leiche ist völlig wertlos. Kapitän, irgendwas ist mit den Meereskreaturen. Ha! Du hast weder die Fähigkeit noch den Verstand, Guybrush Threepwood zu besiegen. Ich brauche keine Schlagfertigkeit, um ein blutiges Loch in deine Brust zu stoßen. Siehst du, das war überhaupt nicht schlagfertig. Das glaube ich jetzt nicht. Ha, das solltest du aber, Schwesterchen. Warte, was glauben? Was? Ja, weiter geht's also in der nächsten Folge, wenn wir uns in das Maul des Leviathans wagen. Bis dann!